Herr Ulrich Flasche, du kommst ja gerade aus dem Urlaub zurück. Das braucht man in deinem Job auch, oder? Hin und wieder auf jeden Fall. Also ja. Das ist einfach wichtig, mal abschalten zu können, rauszukommen, einfach nicht auf der Arbeit zu sein. Und ja. Insgesamt ist es der Alkoholkonsum bei mir auch eher weniger. Grundsätzlich, wenn ich am nächsten Tag arbeite, ja. Gibt es keinen Alkohol. Und wie ist das so für dich, Geld zu verdienen mit Leuten, die leiden? Ja, das ist immer so eine Frage. Klar, leiden die Leute erstmal selten. Meistens leiden sie selbst nicht. Ja. Das heißt also, das Umfeld leidet und sagt, komm, mach mal was, du was. Genau. Ich stoppe es einmal gleich durch. Ah, okay. Naja, also so, dass das so ist, dass die Leute selbst eigentlich gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben. Ja. Also eigentlich auch nicht sehen, weil sie haben ja das Suchtbild und ihnen geht es dann ganz gut mit. Ja. Und drumherum sind aber viele, die sich dann feststellen, okay, da verändert sich was, da tut sich nicht gut, die Kommunikation ist nicht mehr möglich, es zieht sich zurück und tausend Hintergründe. Und das heißt, wenn sie dann zu mir hinkommen, bringe ich denen eigentlich eher Leid näher, was sie vorher nicht hatten. Aber wenn okay. Es mir das gelingt, denen Leid näher zu bringen und sie daraus was für sich folgern, dass sie was ändern müssen, dann ist es natürlich super, mit dem Leid anderer Leute Geld zu verdienen, weil aus dem Leid wächst dann ganz, ganz was Tolles. Und das durfte ich jetzt schon mittlerweile über 40 Jahre oder knappe 40 Jahre im Kreis Großfeld erleben. Ja. Viele, viele Menschen haben es geschafft, aus ihrer Sucht rauszukommen. Viele Menschen, die glücklich geworden sind. Und deswegen mache ich den Job sehr, sehr gerne. Ja, das hört sich gut an. Und wie ist das denn so? Es gibt so einen speziellen Fall, wo du sagst, der liegt mir ganz doll am Herzen. Da war so ein ganz krasser Fall und der Mensch konnte sich dann wieder aufraffen, oder? Ja, also ein Beispiel von irgendwelchen Leuten, die jetzt... Mal gucken, wie du das machst. Ganz professionell, aber oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu spritzen. Ja, also einen Fall habe ich wirklich, wo einer wirklich von allen aufgegeben worden ist, wo auch keiner auch nur einen Pfifferling für den gegeben hat. Okay. Und der mittlerweile öfters auch in Zeitungen zitiert wird. Also ein Mensch, wo jeder gedacht hätte, der hat keine Chance mehr im Leben und mittlerweile ein anerkannter Bürger im Kreis Großfeld ist. Okay. Und da haben viele dran mitgewirkt. Und ich war dann halt ein klitzekleiner Stein, der da auch mit dazu beigetragen hat, dass er glücklich geworden ist. Wir haben ein bisschen zu wenig gemacht. Wir müssen noch ein bisschen nachholen hier. Du darfst jetzt auch mal. Was muss ich denn jetzt machen? Ja. Kiffen ist aber trotz alledem, also auch wenn es keine Einstiegsdroge ist oder sonst was, jedes Suchtmittel, hoffentlich schaffe ich das. Sieht gut aus. Nee, immer noch nicht. Ich schon also bei den Namen Flasche da, sollte man nicht schon zukriegen. Ja, aber gerade das macht es schwierig, diese Erwartungshaltung. Ne? Ja, ja. Also, da muss ich geben oder sonst was, aber ich sehe mittlerweile meinen Namen. Zu Flasche greifen oder so? Ja, genau. Und, aber ich sehe meinen Namen als Markenzeichen. Ja. Das heißt, im Kreis Großfeld bedeutet der Name Flasche eigentlich was Positives. Ach so, ja. Also da hat man lange dran, oder ich habe da lange dran arbeiten können. Ich hätte zwischendurch auch mit meiner Heirat den Namen wechseln können. Ja. Habe ich mich ganz bewusst gegen entschieden. Allerdings war meine Frau auch nicht bereit, meinen Namen zu nennen, weil mir völlig schleierhaft ist. Das verstehe ich überhaupt, ist doch schön. Ja, wunderbar. Ja, dann willkommen zurück auf jeden Fall. Wir stoßen jetzt erstmal darauf an. Ja. Könntest du mir noch so einen schönen Strohhalm angeben? Oder? Oh ja, gerne. Genau, für uns beide. Der sieht aber auch super aus. Ja, ne, der ist schön schick. So, dann Frau Flamingo und Herr Flasche. Ja. Auf den Beruf, zum Wohl. Ja.